Warte, ich habe doch auch noch den Safe. Ich glaube, ich nehme mir noch mal so ein kleines Medipack mit. Nee, warte mal. Wo ist denn mein Safe? Warte mal, oder habe ich das jetzt in den Safe reingetan? Ne, ich habe es mitgenommen. Okay. Alles klar, was kann denn jetzt dieser Ripper hier? Hauen kann der auf jeden Fall. Und? Wie geil ist das denn, Alter? Oh ja, Schnitzeln! Alter, wie geil kommt das denn, ey? Was ist denn die sekundäre Feuerwaffe hier? Ah, der schießt dann einfach nur so ein Teil. Okay. Aber das ist ja wohl mal der Oberburner. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte geil werden. So, da haben wir noch was übersehen. Plasma-Energie. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, nochmal eben ganz kurz speichern. So. Wir müssen... Was müssen wir denn machen? Ach so. Strange. Ja, die Säge ist auf jeden Fall mal ziemlich fett. Mal sehen, was das Ding auch so in Action kann. Ja! Ja, kommt her, ich will... Jetzt habe ich nur noch zwei Schuss. Ach, was? Ich dachte, die fährt immer wieder ein. Okay, irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Okay. Ich dachte... Hä? Also verschießen kann man die, okay. Aber ich dachte, wenn ich die so ausfahre, dann kommen die wieder so zurück. Okay, das ist aber ziemlich gay, muss ich sagen. Scheiße, da wird natürlich die Munition verballert. Das ist natürlich kacke. Hier spricht Temple. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Finde ich ja schon ein bisschen öde jetzt mit der Säge. Ich dachte nur, wenn ich die verschieße, dann geht meine Muni weg. Schade. Ich bin jetzt ein bisschen kack hier. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Oh, das sind aber eine Menge von den Viechern. What the fuck? Oh. Ach, jetzt. Ist
Köpfe. Das hast du ja wohl so gedacht. Warte mal. Ja, Leute, sorry, aber mit der Riesenwumme ist hier. Da passiert hier gar nichts. Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Oh ja, für meine Geduld. Ja, danke auch. Ist die Viecher jetzt tot? Ripper Kling. Okay, kann natürlich sein, wenn ich die unendlich lange so und oft ausfahren kann, dann werden die wahrscheinlich auch ein bisschen imbalanced, wa? Okay, einfach mal weitergehen jetzt. Finde ich aber schön, dass alles mit einer Lampe ausgestattet ist. Oh, zwei Richtungen, das ist aber nett. Okay, darum. Oh, da ist schon wieder so ein Loch. Aha. Nee. Das akzeptiere ich nicht. Ein leeres Inventar bei einem halben, bei einem goldenen Halbleiter. Den nehmen wir mit. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Zugang zur Zentrifuge. Oh, ein Speicherpunkt. Luftkanister Mittel. Was habe ich denn für Luftkanister dabei? Ich habe einen mittleren und einen kleinen. Würde ich mal sagen, entfernen wir wohl den kleinen, nehmen wir den mittleren mit, wa? So. Ende der Schwerelosigkeit. Warte mal, der hat die nicht gerade gesagt, Ende der Schwerelosigkeit? Eintritt Schwerelosigkeit. Aha, okay. Ich wollte gerade sagen, war doch gerade hier schon. Uff, 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 uff. Dahin. Dahin. Oh, da ist noch was. Ach, das nervt. Scheiß Inventar hier immer. Ripper Klingen sind viel geiler hier. Zentrifuge ist derzeit offline. Bitte Kupplungen aktivieren. Jawohl. Könntet ihr mir machen, aber... ja noch mal dieser Zero-G-Sprung. Okay. Wo? Wo denn? Ach, da. Ja, genau. Ey, das will ich haben. Immer her mit der Strahlmunition.
Oh wow, ich kann so ziemlich alles an mich ranziehen, wa? Dann hol ich das mal her. Strahlmunition. Nehmen wir mal mit. Boah, ist ja schon so ein bisschen verwirrend, wa? Zentrifugenantrieb offline. Bitte bringen Sie das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann zu dieser Station zurück. Ah, da ist eine Stasi-Station. Das ist gut. So. Ich muss das Modul anbringen. Ich würde mal sagen, das sind die Dinger hier, wa? Das ist ein Aufzug. Wieso kann ich das jetzt nicht da rein tun, weil das hier zu ist, oder was? Okay. Wie sieht's auf der Seite aus? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Generatormodul angebracht. So muss das laufen. Muss man schon ein bisschen nachdenken, du. Sonst funzt das nicht. Ja, genau, jetzt in dem Moment, ist klar. Kommt da noch was? Den ganzen Scheiß wieder machen. Generatormodul angebracht. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Was ist denn da hinten eigentlich? Eigentlich müssen wir uns das ja nochmal angucken, wa? Ach, nur so eine schwule Sauerstoffstation. Funktioniert natürlich nicht. Ach, Mist. So. Flop. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Voll geil. Fährt mal mit. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Okay, ich muss da hinten hin.